Ein Teil von dem, was ich heute da erzähle, habe ich auch beim letzten Mal schon ein bisschen angebracht, aber wir sind ja übereingekommen, dass ich das ruhig nochmal wiederhole. Und dann geht es ja tatsächlich in eine praktische Planung auch schon, wo gelaufen ist, wo ich, die ich aber auch schon ja erwähnt habe. Sie haben ja erwähnt, ich habe ein Beratungsbüro, das ja jetzt dann ins 28. Jahr dann bald geht. Und seitdem beschäftige ich mich eigentlich ja, auch ein bisschen länger, eigentlich schon seit 30 Jahren, eigentlich mit der Thematik Klimawandel und wie können wir landwirtschaftliche Systeme, sei es jetzt Ackerbau oder auch Gartenbau, Weinbausysteme oder auch der Hopfen ist ja auch noch ein Thema, wie können wir die anpassen an die Veränderungen des Klimawandels. Und eine Möglichkeit, oder worum es dann im Endeffekt auch geht, ist, was ja vorhin schon angeklungen ist, zum einen ein nachhaltiges System, eine nachhaltige Wirtschaftsweise irgendwie aufzugleisen oder ja, durchzuführen. Und der Gestalt ist, dass auch Wasser in der Landschaft gehalten wird und nicht abfließt. Aber Wasserflüsse in der Landschaft sind nicht ganz einfach, die sind in der Regel relativ komplex, vor allem wenn man dann auch mal ein bisschen in den Boden hineinschaut. Aber vielleicht zunächst am Beginn das Thema nochmal, dass man auch ja, die Herausforderungen, die vor uns liegen, auch hier in der Region speziell, jetzt nicht nur global betrachtet, sondern runtergebrochen auf die Region. Der Klimawandel, was kommt auf uns zu? Wenn wir den Faktor Temperatur nehmen, dann werden wir in den nächsten Jahren, das sind also Klimaprojektionen des Bayerischen Landesamts für Umwelt, aufgrund von Wetterdaten, die dann mit diesen Klimamodellen nach vorne schauen, bis ins Jahr 2100. Und wenn wir über Klima sprechen, dann betrachten wir immer einen Zeitraum von 30 Jahren. Wetter ist das, was in den nächsten Tagen passiert oder in einem Monat. Aber wenn wir über Klima reden, vergleicht man immer Zeiträume 30 Jahre. Und der Vergleichszeitraum in diesem Fall ist in das Jahr oder der Zeitraum 1971 bis 2000. Und Sie sehen eben dann an der roten Kurve, das ist dann der Mittelwert aus vielen verschiedenen Klimamodellen, die alle einen ähnlichen Verlauf haben dann gemittelt. Und wir sehen halt, dass wir bis 2040 eine Temperaturerhöhung, also eine Änderung der Jahresdurchschnittstemperatur von 1,5 Grad kriegen werden. Das ist ungefähr so wie das, was wir so die letzten 30 Jahre auch durchgemacht haben. Also die Jahresdurchschnittstemperatur von vor 30 Jahren bis jetzt ist auch ungefähr hier in der Region an Wetterstationen, kann man das nachmessen oder nachvollziehen, um ungefähr 1 bis 1,2 Grad gestiegen. So, und das kommt jetzt aber nochmal drauf in einem Zeitraum, ja, die nächsten 20 Jahre. Unter Umständen, so wie es im Moment ausschaut, der neueste IPCC-Bericht, der sagt eigentlich, kommt eher zu dem Schluss, dass das etwas schneller sogar noch passiert, dass wir dann nicht bis 2040 warten müssen, sondern wahrscheinlich schon 2030, 2035. Wenn man dann mal anschaut, an dem Standort Sulzdorf, wo ich dann auch später drauf eingehe, Unterfranken, Wetterstation Würzburg und Euerhausen angeschaut, das ist jetzt der Niederschlag, da sieht man, dass sich da eigentlich nicht sehr viel tut. Das bleibt auf einem relativ gleichmäßigen Niveau und das sagen eigentlich auch die Projektionen von den Klimamodellen, die man, wenn man nach vorne schaut, dass sich voraussichtlich sogar die Niederschläge, also die Gesamtmenge, die Jahresmenge, eventuell sogar etwas höher wird. Also nicht zurückgeht, sondern höher, aber die Verteilung wird schwieriger. Und ein ganz großer Faktor, und den dürfen wir nicht unterschätzen, ist die Verdunstung. Weswegen in den letzten Jahren auch die klimatische Wasserbilanz, also die Bilanz aus Niederschlag auf der einen Seite, und Verdunstung auf der anderen Seite
kontinuierlich negativ war. Selbst in sehr regenreichen Jahren, wo man gedacht hat, ja, jetzt hat es wieder ordentlich geregnet, war die klimatische Wasserbilanz trotzdem negativ. Und warum? Weil die Verdunstung eben höher war. Und das macht uns dann auch im Pflanzenbau relativ große Probleme. Hier sieht man es eben jetzt wieder für den Standort, und das sind jetzt wirklich reale Wetterdaten, also das ist jetzt nicht eine Projektion nach vorne, sondern wir sehen ja, das ist von 1994, das ist die am weitesten zurückliegende Wetterstation, die wir da zur Verfügung haben in der Gegend, und bis 2024 genommen jetzt. Und dann, wenn man da versucht, es schwankt natürlich hin und her, aber wenn man dann versucht, eine Trendlinie zu machen, dann sieht man halt, dass die klimatische Wasserbilanz über die gesamte Zeit immer zurückgeht. Also das heißt, es wird insgesamt trockener. Eben hier auch die Klimamodelle, die, wenn man jetzt nach vorne schaut, das waren ja jetzt die Verdunstung aus der Historie. Wenn man nach vorne schaut, bis 2040 werden wir eben nochmal eine Zunahme der Verdunstung kriegen. Und zwar Größenordnung, das ist auch wichtig, wenn nachher das Keyline-Design oder die Frage von Windschutzhecken diskutiert wird, eine Größenordnung 10-15% wird die Verdunstung nochmal zunehmen. Und da sind sich eigentlich auch die ganzen Modelle ziemlich einig, dass das in die gleiche Richtung geht. Gut, was heißt das jetzt? Die Eckpunkte von dem Klimawandel, und zwar hier für diese Region, nicht für irgendeinen Standort irgendwo auf dieser Welt, sondern hier unter Franken. Wir werden mehr Hitzetage pro Jahr kriegen, Rückgang der Sommerniederschläge, vermehrt Starkniederschlagsereignisse im Sommer. Was auch ein großes Problem ist und gerade im Zusammenhang mit der Forderung, Wasser in der Landschaft halten zu wollen, muss man sich da was überlegen dann auch. Denn wir kriegen mehr Oberflächenabfluss und die Winterniederschläge werden mehr in wässriger Phase fallen und eben nicht mehr als Schnee. Es wird in 100 Jahren auch immer noch Schnee geben hier, aber nicht mehr so viel. Einfach weil die Wintertemperaturen auch höher werden. Und das bedeutet im Grunde genommen dann auch mehr Oberflächenabfluss. Und ein ganz gravierender Punkt ist die Zunahme der Variabilität der klimatischen Bedingungen, nämlich heute noch 20, 25 Grad, an am nächsten Tag 35 oder 30, 35 Grad. Und das, die Pflanzen können da sich anpassen, so wie wir hier auch, indem sie nämlich zum Beispiel die Stomata schließen, die Verdunstung einbremsen etwas. Das hat aber auch dann, das ergibt sich auch das Problem, dass dann die Ertragsfähigkeit zurückgeht, denn nur wenn eine Pflanze tatsächlich Wasser durch den Körper durchschleust und damit auch Nährelemente transportiert, kann sie auch Assimilate bilden. Und wenn sie die Verdunstung einschränkt, reduziert sie dann natürlich die Möglichkeit, auch Assimilate bilden zu können. Heißt, wir haben eine zunehmende Beanspruchung der Puffersysteme, zum einen die wir kennen in der Pflanze, habe ich gerade schon genannt, die Spaltöffnungen an der Blattunterseite, aber auch die im Boden, denn der Boden ist letzten Endes auch ein Puffersystem für Wasser. Er kann Wasser aufnehmen, kann Wasser speichern, kann es in tiefere Schichten transportieren, auch der umgekehrte Weg ist möglich, kapillarer Aufstieg nennt man das, und kann er uns auch Wasser aus tieferen Schichten wieder nach oben holen. So, aber die Beanspruchung dieses Puffersystems wird eben größer werden. Hier mal ganz schematisch dargestellt, das war ja im Film auch so ein bisschen angeklungen, eben ja, was der Wasserkreislauf, wir haben den Ozean, da wird Wasser verdunstet, das ist der Ozean oder die Ozeane, das sind eigentlich die Wasserquellen für unsere Niederschläge in der Regel.
So, und dann regnet es, es geht in Boden, wir haben dann einen Oberflächenabfluss, aber es ist hier auch schon angedeutet, dass wir auch im Boden einen Wasserfluss haben. Also wenn Wasser fließt, ja immer, will sich gleichmäßig verteilen, folgt einem Potentialgefälle und fließt, wenn es auf der Höhe liegt, immer ins Tal. Das heißt, wenn ein Feld eine gewisse Hangneigung hat, das haben wir ja in der Regel, es ist ja nie topfeben, um es mal salopp auszudrücken, sondern wir haben immer eine gewisse Topografie. Das heißt, das Wasser folgt immer auch dem Höhengradienten. Also sprich, versucht ins Tal zu fließen. Und zwar nicht nur oberhalb vom Boden, auf der Oberfläche, sondern auch im Boden. Und das ist auch ein entscheidender Faktor. Dann kommt dazu, das ist, sieht ein bisschen theoretisch aus, aber einfach, dass man versteht, was tagtäglich passiert, nämlich die Sonne geht über den Horizont und es kommt ein Energieimpuls auf die Erdoberfläche. Und Energie hat ja die Eigenschaft, wenn sie an einer Stelle bleibt, dass dann diese Stelle aufgeheizt wird. Das ist für uns relativ angenehm, wenn wir im Sommer uns in die Sonne setzen, dann ist es schön warm. Ja, so. Allerdings, wenn es zu warm wird, dann gehen wir aus der Sonne, dass wir uns wieder kühlen oder wir beginnen zu schwitzen. Und das Ähnliche machen auch die Pflanzen. Sie nehmen diesen Energieimpuls auf und geben über Wasser vor allen Dingen, und der Wasserkreislauf ist da ein ganz entscheidender Faktor, verteilen diese Energie und kühlen dadurch das System. Und insgesamt, um das System aufrechtzuerhalten, haben wir dann auch einen Stoffkreislauf in dem Wald, wie er jetzt dargestellt ist. Und wir haben Stoffverluste. Und diese Stoffverluste, die kann man gar nicht abstellen. Also jeder Wald oder auch der Urwald hat auch Stoffverluste bis zu einem gewissen Grade. Allerdings sind die bei einem sogenannten Klimaxstadium, ich gehe gleich noch darauf ein, was das bedeutet, sind die relativ gering. Ja? Und folgen dann im Grunde genommen genau diesem Impuls, so wellenartig. Ja? So, und das sieht auch wieder ein bisschen kompliziert aus, ist es aber in Wirklichkeit nicht. Wir haben den Prozess der Sukzession. Was bedeutet das, wenn ich eine Fläche sich selbst überlasse, dann kommt da irgendwann die Primärvegetation, Gräser und irgendwas, und dann kommen die ersten Sträucher, Bäume, und irgendwann in unseren Breitengraden steht da ein Wald, wenn man sich selbst das überlässt. Und diesen Prozess nennt man Sukzession, und letzten Endes ist es eine thermodynamische Notwendigkeit, also genau das, dass die Energie, die täglich durch die Sonne auf die Erdoberfläche kommt, dass die verteilt werden will. Ja, weil sonst wird es heiß und dann haben wir die Wüste. So, und jetzt haben wir wieder auf der rechten Seite, sieht man ja den Wald, also ein sehr komplexes System aus verschiedensten Pflanzen, Bäumen, Sträucher etc. Da haben wir eine sehr, sehr hohe energieflussdichte Absenkung. Das heißt, Energie pro Quadratzentimeter oder Quadratmeter wird sehr stark verteilt und die Energiedichte pro Flächeneinheit wird abgesenkt. Die ist also sehr hoch. So, und die rote Linie zeigt im Grunde genommen das auf, dass unter so einem System die Stoffverluste sehr niedrig sind. Deswegen ist die rote Kurve auf der rechten Seite ganz unten. So, und wo befinden wir uns jetzt mit unseren Ackerflächen, also wo im Grunde genommen wir hergegangen sind und den Wald, der dann irgendwann mal da war, gerodet haben und urbar gemacht haben? Wir sind auf der linken Seite. Das heißt, wir haben relativ hohe Stoffverluste unter den Flächen und wir haben eine geringe energieflussdichte Absenkung. Sie können das im Sommer ganz leicht nachvollziehen. Gehen Sie in den Wald, da ist es kühl. Gehen Sie auf ein Weizenfeld, da ist es heiß. Warum? Weil die Energiedichte ist dieselbe. Es scheint immer die Sonne drauf, so und so viel Watt oder Kilowatt pro Quadratmeter oder Quadratzentimeter.
Im Wald wird das Ganze verteilt und dadurch gekühlt. Auf dem Weizenfeld, da passiert das nicht und es ist einfach wärmer. Und dann haben wir aber auch diese Geschichte, was dann letzten Endes die Folge ist, dass nämlich eben auch Stoffverluste in die Atmosphäre gehen und wie weit die vertragen werden. Als Vergleich mal ganz links das, der nukleare Unfall. Das ist ja wirklich sehr konzentrierte Energie, die frei wird. Dementsprechend hoch geht es in die Atmosphäre dann auch. Kennen wir den Atompilz dann. Ne? Und dann auch sehr, sehr weit, über weite Distanzen, wo die Stoffe verfrachtet werden. Und demgegenüber sehen wir eben der Verkehr in Energieanlagen oder dann eben landwirtschaftliche Systeme und die räumliche Ausdehnung eben von dem Wald, was im Grunde genommen gar nicht so hoch die Stoffverluste in die Atmosphäre gehen. Ja? Aber es hat eine Verteilung in der Breite. Hier die zwei Extreme letzten Endes mal gegenübergestellt. Links das sogenannte Klimaxstadium und da sieht man im Grunde, oder was stellt diese Abbildung dar, nämlich die Wichtigkeit vom Wasser, was die nachhaltige Nutzung auch von einem Standort angeht. Denn wir haben man sieht den Boden, Mineral und Nährstoffe an einem Standort. Und dann haben wir oben eben dieses Klimaxstadium, den Mischwald. So, und da haben wir kleine geschlossene Wasserkreisläufe und vor allen Dingen die Verlustzone wasserungesättigten Bodens. Also da reden wir dann Wassersättigung und knapp unter der Wassersättigung. Der ist relativ schmal, das heißt, wir haben dadurch wenig Stoffverluste. Und wenn wir dann in die Kulturzoonose gehen, also auf die Ackerfläche, da haben wir ja die Verlustzone, die wasserungesättigte Verlustzone haben wir vergrößert. Durch unsere technische Entwicklung sind wir da inzwischen sehr, sehr tief gegangen, auch im Boden. Und dadurch haben wir mehr Stoffverluste auch aus der Landschaft. Und man erkennt eben, dass der hydrologische Kreislauf, der Wasserhaushalt im Boden eben extrem wichtig ist, dass ein Standort also nachhaltig über die Zeit hinweg bewirtschaftet werden kann. Und wir reden jetzt da nicht von 2-3 Jahren, sondern das sind Überlegungen über mehrere hundert Jahre oder auch darüber hinaus. Denn Limnologen, also das sind Süßwasserwissenschaftlerinnen, da gab es einen, Herrn Riebel, ich durfte ihn in den 90er Jahren noch kennenlernen, am Wuppertal-Institut, wo ich für Klima, Umwelt, Energie, wo ich auch meine Promotionsarbeit bearbeitet habe. Der hat sich leider lebt er nicht mehr, aber der hat sich damit beschäftigt, mit Sedimenten in Oberflächengewässer. Und zwar im Störgebiet, das ist also in Schleswig-Holstein oben, und hat da in diesem Gewässersystem Sedimentbohrungen gemacht. Also geschaut, was da an Sedimenten abgelagert worden sind und ist hergegangen und hat die unterschiedlichen Schichten analysiert nach Kationen, Anionen, also Nährelementen. Ja. So, und was im Sediment landet, kommt irgendwo von der Fläche als Erosion, Oberflächenabfluss. Und spannenderweise, wo sich dann da eben nach der Zeitskala, wann ist dieses Sediment entstanden, konnte er schön nachvollziehen, ja, wenn man so will, die menschliche Entwicklung. Die menschliche Siedlungsentwicklung in dieser Gegend. Wenn man die zwei Kurven sich mal anschaut, oben ist eben der Vorrat in der Fläche, die blaue Linie, und jetzt gehen wir 12.000 Jahre zurück. Also wenn man da noch davor geht, da war Gletscher.
Da war Schleswig-Holstein unter Eis, da waren keine Pflanzen da. So, und dann ist das Eis zurückgegangen, der Gletscher zurückgegangen, und dann hat dieser Prozess eingesetzt, den wir Sukzession nennen. Dann sind die ersten Pionierpflanzen gekommen und und. Aber es gab auch schon, das zeigt dann diese rote Linie unten, es gab schon relativ große Verluste. Ja? Weil die rote Linie zeigt die Verluste aus der Fläche. Ist klar, wenn wir da keine stabilisierenden Pflanzen haben, gibt es Erosion, große Starkniederschlagsereignisse und und. So, und das ist einfach, dass wir auch den Zeithorizont begreifen, bis dann was Stabiles entstanden ist, nämlich die Phase, die wir dann Klimaxstadium nennen, wo die Stoffverluste geringer geworden sind und sich praktisch über mehrere tausend Jahre dann nicht mehr verändert haben. Bis dieses erste, die Sukzessionsphase, die Pioniervegetation, da reden wir über 3000 Jahre. Das sind die Zeiträume, in denen sowas abläuft. Und spannend ist aber dann, dass man beobachten kann, dass, wo die anthropogene Entwicklung eingesetzt hat, also der Mensch dort sesshaft geworden ist und begonnen hat, den Wald zu roden, das ist ja auch ein Prozess, der dann von 1500 bis 1850 mal abgegrenzt werden kann, wo es eine leichte Zunahme wieder gab. Und dann kam die Industrialisierung. Also die Industrialisierung auch der Landwirtschaft, vor allen Dingen. Ja. Und das hat dazu geführt, dass wir extreme, dramatische Kationen-Anionen-Verluste aus der Fläche haben. Und das hängt damit zusammen, dass wir eben durch unsere Art, Landbau zu betreiben, auf diesen Flächen, die wasserungesättigte Zone größer gemacht haben und dadurch mehr Stoffverluste haben. So, und in der Phase 5 muss es heißen, das ist ein Tippfehler, also ab dem Jahr 2000, wo dann Stabilisierung mit vielen Fragezeichen steht oder auch Wiederherstellung mit vielen Fragezeichen, da befinden wir uns jetzt. Also es geht im Grunde, und da reden wir darüber, dass wir uns mit dem Wasserhaushalt an eines Standortes auseinandersetzen müssen und nach Möglichkeit so viel Wasser als möglich am Standort halten, eben auch um diese Stoffverluste zu reduzieren. Gut, auch ein bisschen schematisch die Darstellung, eben ein abgesenkter Wirkungsgrad einer Landschaft und verspielte Nachhaltigkeit, wenn wir eben die Struktur, so wie wir sie jetzt im Moment haben, dass wir hohe Stoffverluste haben. Und wir müssen im Grunde genommen, ja, auch ein bisschen idealistisch, klar, aber es bringt es zum Ausdruck aus meiner Sicht, wir müssen versuchen, kleinere, geschlossenere Wasserkreisläufe zu schaffen. Und das können wir nur machen über Pflanzen. Und zwar jetzt nicht unsere Kulturpflanzen, Ackerpflanzen wie Getreide, weil da sind wir, meine Getreide, die wir anbauen, wir brauchen es logischerweise für die Ernährung. Das ist keine Frage, nur das sind Pflanzen aus der Steppe. Und wenn wir das extrem in der Fläche anbauen, dann haben wir eine Versteppung der Landschaft. Das ist ein ganz einfacher Zusammenhang eigentlich. Sondern wir müssen eben Strukturen mit in die Landschaft aufnehmen, um Wasser in der Landschaft zu halten und kleinere, geschlossene Kreisläufe zu machen. Und zwar beginnend von den Gewässern an in die Bereiche rein, wo wir eben dann in der Landschaft sind, wo wir aber auch Strukturen aufbauen, dass auch der Interflow, also der Fluss im Boden, reduziert wird. Und das kann ich machen durch Barrieren. Hier haben wir die Funktion des Wassers, im Film ist es auch angeklungen. Das zeigt im Grunde genommen die Wasseraufnahme aus dem Boden. Das ist eine relative Darstellung, es ist jetzt nicht ein exakter Wert, sondern wie sich es aber verhältnismäßig darstellt in der Pflanze,
Und man sieht den größten Teil des Wassers, also das sind über 90% des Wassers, was eine Pflanze aufnimmt, gibt die Pflanze wieder über Transpiration, über die Blattöffnungen, die Stomata an der Blattunterseite wieder ab. Und zwar aus ganz schlicht und einfach dem Grund zu kühlen. Das ist der Hintergrund, um die Temperatur, die Energie abzusenken. Und nur ein kleinerer Teil ist dafür da, das, was uns bei Wassermangel immer gleich auffällt, wenn Blätter nach unten hängen oder sowas, aber da sind wir schon weit davon weg, von der eigentlichen Funktion. Das ist nämlich nur ein ganz kleiner Teil, man sieht es, der Bereich da Wasserspeicherung und Quellung, was von dem Gesamtwasser verwendet wird, wo von der Pflanze aufgenommen wird. Und nur auch ein bescheidener Anteil geht in das, was wir Photosynthese nennen. Also sprich der Aufbau von organischer Substanz, Ernteprodukte und Ähnliches, was wir dann ja auch nutzen. So, und wenn wir dann schauen, Wirkungsgrad und Nachhaltigkeit mit Blick Reparatur, uns überlegen, was können wir tun, auch schematisch dargestellt. Sie haben einen Saugdruck in der Atmosphäre, der schwankt natürlich je nach Luftfeuchtigkeit und atmosphärischem Luftdruck. Da haben Sie einen Saugdruck von minus 100 Megapascal, was entspricht ungefähr eben bis minus 10 Bar. Das heißt, die Luft saugt an den Pflanzen mit einem Unterdruck, Saugdruck von minus 10 Bar. So. Das führt dann dazu, das pflanzt sich ja nach fort bis in die Wurzeln, dass Pflanzenwurzeln einen Saugdruck an der Wurzel aufbauen gegenüber dem Boden, gegenüber der Bodenmatrix von circa 2, also minus 2 bis minus 5 Bar. So, und jetzt sieht man aber den extremen Wert von Bäumen. Wenn Sie nämlich die Abbildung anschauen, auch diese schematisch dargestellte vielleicht Gemüsepflanze oder Gras, was da rechts ist, das Grüne, das wurzelt natürlich nicht 4 Meter in die Tiefe, sondern das hält sich auf mit den Wurzeln in einem Bereich, sagen wir mal, bis 80 Zentimeter. Auch die Pflanzen bauen diesen Saugdruck auf, aber halt nur bis in 80 Zentimetern Tiefe. Während ein Baum mit einer entsprechenden Höhe von 10 Metern, der macht das in 4 Metern Tiefe. Und wir haben dann den Effekt auch, dass wenn über Nacht die Stomata sich schließen, dann entsteht sowas wie in der Pflanze ein leichter Überdruck, dann gibt es, und den Effekt hat das Fachzentrum Analytik der Bayerischen Landesanstalt, der Josef Valentin Herrmann, der inzwischen in Pension ist, hat das in dem Projekt tatsächlich nachvollziehen können, dass Wasser aus tieferen Schichten im Boden hochgeholt wird und in den oberen Bodenschichten abgegeben wird von den Bäumen. Wenn über Nacht die Stomata geschlossen wird, und dadurch ein Überdruck in der Pflanze kurzfristig entsteht. Das heißt, Bäume haben auch die Fähigkeit, Wasser nach oben zu heben aus tieferen Schichten. Das muss man mit berücksichtigen. So, und jetzt haben wir hier, es geht in dem Projekt um die Trüffelanlage, die aufgebaut werden soll. Nur als kleine Hintergrundinformation, die Trüffelpilze, die wachsen auch bei sehr trockenem Boden. Aber sie fruchten eben nur, wenn sie eine ausreichende Feuchtigkeit haben. Und vor allen Dingen die Niederschläge Juni bis September sind für den Ertrag einer Trüffelanlage von Bedeutung. Und da haben wir eben auch das Problem, dass die monatlichen Niederschläge im Juni, September zurückgehen an dem Standort. So, was heißt es? Wir müssen im Grunde genommen eine ökologische Intensivierung machen, also konservierende Bodenbearbeitung, Reduzierung von Mineraldünger, weil das auch einen negativen Einfluss hat,
eine Erhöhung von Kompost und anderen organisch stabilen Handelsdüngern, um die Humus, den Humusgehalt des Bodens und die Wasserhaltefähigkeit zu steigern. Die Reduzierung, der Verzicht auf Fungizide, soweit es möglich ist, und Herbizide, eben mit Blick auf das mikrobielle Bodenleben, was auch eine wichtige Funktion in dem Zusammenhang hat. Zwischenfruchtanbau und dass wir eben unsere, ja, sag ich jetzt mal, Monokulturen in irgendeiner Art und Weise auflösen. Und bodenschonende Ausbringung von Bewässerungswasser, wenn wir tatsächlich auch bewässern. Also da sieht man mal einfach einen Vergleich. Boden ist nicht gleich Boden. Links ein verdichteter Boden. Die Bodenart ist die identisch, links verdichtet, wo eben auch keine Schwammstruktur da ist. Rechts mit Poren, da kann Wasser in den Boden überhaupt mal reingehen. Und das müssen wir fördern. Das können wir tun eben mit verschiedenen Pflanzen. Das sind mal Primärwurzeln von, ja, das sind Pflanzen, die, dass man mal sieht, wie unterschiedlich Pflanzen sind und bis in welche Tiefen die dann auch gehen. Eben hier Esparsette im Vergleich zu der Wicke hat ein ganz anderes Wurzelsystem. Und mit dem müssen wir uns auch auseinandersetzen und gezielt auch mit einbauen in unsere Fruchtfolgen oder auch in unsere Systeme, wenn wir mit Begrünung arbeiten. Und die gehen auch in unterschiedlichste Tiefen, aber auch vom Wurzelkörper her in einer ganz anderen Art und Weise. Rechts ist der Steinklee, der hat einen Wurzelkörper, der ist 80 cm breit, während die Luzerne einen sehr schmalen Wurzelkörper hat, aber auch in sehr, sehr tiefe Regionen vorgehen. Ja, das ist der Unterschied. So, jetzt sind wir in dem Standort von diesem Projekt im Ochsenfurter Gau. Und zwar dieser Landschaftsgärtner, der da diesen Trüffelpark, er hat einen bestehenden Trüffelpark und er will nochmal einen weiteren aufbauen. Das ist bei Sulzdorf. Der bestehende ist so ein bisschen nördlich oben. Und dann haben wir aber uns als allererstes mal angeschaut, wie schaut es denn da mit dem Wind aus. Das sind die Windrichtungen, Hauptwindrichtung West zu verschiedenen Jahreszeiten. Rot ist im Winter, Halbjahr und grün im Sommer. Wenn man es ein bisschen aufdröselt noch, also wir sehen hauptsächlich, der Wind kommt aus dem West. Und wenn man dann mal schaut, mittlere monatliche Windgeschwindigkeit in den Monaten Januar bis Dezember, und dann ist da so eine grüne Linie. Also das eine ist ohne Windschutzhecken, die drüber liegenden bunten, und die grüne, das ist die Windgeschwindigkeit, dann, wenn wir die Wirkung von Windschutzhecken Landschaftselementen mit berücksichtigen. Also da sieht man schon sehr deutlich, dass man Wind abbremsen kann durch Landschaftsgestaltung, wenn man so will. Und der Hintergrund ist, dass eben Wind oder solche Windschutzhecken oder auch Agroforstsysteme, halte ich für besser, wenn man das dann so aufbaut, dass man nicht nur eine Hecke macht, sondern in der Landschaft entsprechende Strukturen, die man dann auch aufbaut, die man dann auch noch landwirtschaftlich nutzen kann. Wir haben eine Verringerung der Windgeschwindigkeit und die ist aber auch nochmal abhängig von der Dichtigkeit, also wenn man eine unterschiedliche Durchlässigkeit hat. Und man sieht aber schon, dass das ganz, ganz ordentliche Effekte haben kann auf die Bodenfeuchte. Also die Verdunstung geht nach unten, die Windgeschwindigkeit wird abgebremst. Das ist ein treibender Faktor der Verdunstung ist der Wind. Das dürfen wir nicht vergessen. Und spannend ist ja auch, wenn man das nämlich dann mal anschaut, dass tatsächlich der landwirtschaftliche Ertrag auf einer Fläche, die mit so einer mit so einem Landschaftselement versehen worden ist, wie eine Windschutzhecke, dass der landwirtschaftliche Ertrag auf der Gesamtfläche höher ist. In dem Fall eine Pflanze, die sehr stark
darauf reagiert, ob Wasser da ist oder nicht. Mais, wenn Wasser da ist, wächst sie. Wenn es trockener ist, dann macht sie eher Pause. Direkt nach der Hecke, also wenn man bei der Null schaut, klar, da ist der Ertrag niedriger, weil diese Hecke braucht ja auch Wasser. Ja? Und da ist es trockener, deswegen geht da der Ertrag runter. Aber Sie sehen nach rechts aufgetragen wieder ein Vielfaches der Höhe. Das heißt, wenn wir einen 10 Meter hohen Hecke uns da vorstellen, dann beginnt nach 25 Metern ist der Ertrag fast um 5% höher. Und es klingt natürlich ab, je weiter ich von diesem Windschutzhecke weggehe, aber gemittelt hat sich da ergeben, ist der Ertrag um 3-5% höher gewesen. Und das ist ja das Spannende. Und ich finde eigentlich auch, das ist schon, eigentlich kann man da schon mal drüber nachdenken, ob man sich diese 3% Mehrertrag einfach entgehen lässt. Und ob man nicht versucht, ein System aufzubauen in der Landschaft, die Rauigkeit der Landschaft erhöht, mehr Wasser in der Landschaft hält, um einen höheren Ertrag zu erwirtschaften auch. Oder einen gleichmäßigeren Ertrag. Gut, aber kommen wir noch wieder zu diesem Trüffelpark und dann auch zu dem, was Keyline-Design bedeutet. Sie sehen den bestehenden Trüffelpark und jetzt soll auf der anderen Fläche oben eine Neuanlage entstehen. Da läuft im Moment die Planung. Das Blaue wird, die Gesamtfläche ist 5 Hektar und diese blaue Fläche, ist der erste Hektar. Da sollte eigentlich im letzten Jahr schon entstehen, aber und jetzt über Winter, aber es verzögert sich nochmal bis Ende diesen Jahres, Anfang nächsten Jahres. Das soll der erste Schritt gemacht werden. Und wir sind dann hergegangen, das war eine Bachelorarbeit, der musste richtig arbeiten. Wir haben uns nämlich als allererstes mal den Boden angeschaut. Wir haben also nicht einfach jetzt die Bäume da gepflanzt, sondern ich habe dem Landschaftsgärtner, der den Trüffelpark anlegen will, gesagt, jetzt lass uns mal den Boden anschauen und lass uns die hydrogeologischen Verhältnisse anschauen. Das sind zwei Punkte, die so ein bisschen raus, also die größeren Flächen, das waren die ersten zwei Bodenprofile, die wir gemacht haben in dieser Fläche. 2 Meter tief haben wir uns den Boden angeschaut. Und das Ergebnis war, Moment, so muss ich es machen, dass in den obersten 30 Zentimetern eine andere Korngrößenzusammensetzung war wie in den nächsten 30 Zentimetern Bodenschicht, wie dann nochmal in den tieferen bis auf 2 Meter runter. Und die erste Frage, wo ich gefragt habe, was haben Sie denn vom Boden, sagt er, ja, ein Lössboden. Das ist in der Tat, das sind mehr als 2 Meter Lössaufbau, aber das Entscheidende ist, wann ist dieser Lössboden entstanden? Und je nachdem, wann dieser Lössboden entstanden ist, man nennt es geogene Herkunft, hat er eine unterschiedliche Korngrößenzusammensetzung und damit auch eine unterschiedliche Wasserleitfähigkeit. Und die war in der oberen Schicht höher wie in der zweiten Schicht. Und damit kommt es bei einer Infiltration, bei einem Starkniederschlag im Sommer, wenn viel und schnell infiltriert wird, kommt es zum Rückstau und damit zu einem Fließen im Boden. Und das hat sich auch gezeigt in der Ecke rechts unten von dem Feld. Da kam die zweite Schicht an die Oberfläche und da waren Springkraut, Disteln und andere Wasserzeiger. Warum? Weil da das Wasser rauskam aus der Fläche, klar. So, und dann musste der Bachelorand so richtig arbeiten, nämlich alle 10 auf 10 Meter eine Bodenprobe bis auf 1 Meter Tiefe, dass wir uns dann mal ein räumliches Bild machen konnten von der von dem Boden, wo verlaufen diese Schichten. Da können wir ein bisschen schneller drüber gehen. So, und dann sind wir hergegangen. Sie sehen jetzt links diese etwas gräuliche Fläche, das entsprach der blauen Fläche aus der ersten Abbildung.
Und da haben wir jetzt, da sehen Sie schon, diese Linien, das sind nicht die Höhenlinien. Die Höhenlinien, das ist diese Linie, da sehen Sie, wo diese 5 drin steht. Das ist die Höhenlinie, sondern die gelben Linien, beziehungsweise in der Trüffelanlage, die roten, die verlaufen nach der, oder sind angelegt nach der Keyline. Und zwar, die Keyline besagt, wo fließt das Wasser. Man sieht diese blauen Linien, das ist von dem Hochpunkt weg in die Senke. Und das ist die Keyline. Und an dem ausgerichtet wird jetzt die gesamte Anlage aufgebaut. Nämlich entlang dieser gelben Linien oder rot-gelben Linien, die Sie da sehen, werden jetzt Bäume gepflanzt. Und zwar nicht die Trüffelbäume oder Trüffelhecken, sondern Bäume, um Wasser in der Landschaft zu halten. Nach diesem Prinzip, Sie sehen die drei Schichten, die ich erwähnt habe, den Niederschlag, der dann reingeht und es zum Fließen kommt. Und jetzt wird entlang dieser Linie werden diese Bäume gepflanzt. Auf dieser zweiten Schicht wird hangaufwärts ein kleiner Damm aufgeschüttet werden. Mit demselben Material wie aus der zweiten Bodenschicht, mit dem Effekt, den Interflow, also das Wasser, was im Boden fließt, hangabwärts zurückzustauen. Dass es nicht verloren geht oder abgebremst wird. Und das Zweite, was dann noch aufgebaut werden soll, ist so, das sehen Sie, dieses graue Kästchen, wenn man so will, da auf der linken Seite von dem Baum. Das wird ein, ja, ich nenne es mal Grobschotterpaket. Also nicht als Drainage gedacht, um Wasser abfließen zu lassen, sondern das genaue Gegenteil. Da kommt also nicht feiner Kies rein, sondern wirklich große Klötze. Und dadurch entsteht ein Retentionsraum. Ja? Auf einen Hektar gerechnet entstehen da ungefähr 20 Kubikmeter. Hört sich jetzt nicht so viel an. Aber das ist genau die Menge Oberflächenabfluss, die bei einem starken Niederschlag im Sommer, bei einem Boden, wie wir ihn da haben, entsteht. Wenn also das Wasser oberflächig abfließt und dann hat es die Möglichkeit, Entschuldigung, nochmal zurück, eben zunächst mal in so ein Schotterpaket zu fließen, dass es dort bleibt an der Fläche und kann dann in die seitlichen Bodenstrukturen diffundieren, weil das langsamer geht. Das heißt, wir bremsen dann auch da nochmal den Oberflächenabfluss ab und halten den in der Landschaft. Und insgesamt, der Baum, ist logisch, ist eine Barriere für den Wasserfluss in der Landschaft. Dadurch wird Wasserfluss in der Landschaft komplett abgebremst. Oberirdisch wird dann noch so ein Steinriegel unter diesen Bäumen entstehen. So ist die Planung, eben auch, um da nochmal eine Barriere zu schaffen. Gedacht ist eben, ursprünglich sollte es jetzt im Winter losgehen, aber dann kam der Feldhamster dazwischen, deswegen hat sich die Planung auch noch mal etwas verzögert. Jetzt ist so die Peilung, dass man so Ende 2024, Herbstpflanzung ist eh günstiger, dann die Anlage gepflanzt wird. Und der zweite Teil, dieses zweite Rechteck, was dann da war, da soll eigentlich dann mit wissenschaftlicher Begleitung über 2 bis 3 Jahre auch geschaut werden, wie dieses System in einem mit landwirtschaftlichen Kulturen zwischen diesen Baumreihen dann laufen kann. Ein weiterer Effekt, den man mit solchen Pflanzungen hat, soll diese Folie darstellen, nämlich, dass wir auch etwas für die Biodiversität tun, Rückzugsräume schaffen für Vögel, für Tiere, egal welche Art, wo wir eben die Landschaft auch nochmal aufwerten. Aber der große Effekt von diesen Hecken ist eigentlich der, dass wir tatsächlich Verdunstung reduzieren können aufgrund des Abbremsens der Luftschichten. Also
die Reduzierung der Windgeschwindigkeit. Und dass wir es noch einordnen können, ich habe ja diese Folie gehabt mit wie viel wird die Verdunstung zunehmen bis 2030, 2040, da haben wir Größenordnung 10-15%. Und das ist genau der Betrag, den man mit solchen Hecken oder Agroforstsystemen, wenn man die sinnvoll in die Landschaft einbringt, die Verdunstung reduzieren kann. Also ich will sagen, wir können im Grunde genommen mit diesen Maßnahmen nur den Status quo halten. Nicht wieder verbessern auf das, was mal vor 20, 30 Jahren die Verdunstung war, sondern auf das, was wir jetzt aktuell haben. Und so Baumstrukturen, die müssen natürlich auch erstmal wachsen, ist klar. Da gibt es auch noch eine zeitliche Verzögerung. Gut, damit bin ich durch und stehe für Fragen zur Verfügung.